Die Europäische Union verhängt neue Sanktionen gegen Russland. Zum ersten Mal sind auch chinesische Unternehmen auf der schwarzen Liste. Bilanz 2 Jahre nach Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine. Wenige Tage nach dem Tod von Alexei Nawalny haben sich die EU-Mitgliedstaaten auf ein 13. Paket von Sanktionen gegen Russland geeinigt. Die Sanktionen betreffen Unternehmen aus aller Welt, die verdächtigt werden, Russland mit Spitzentechnologie und in der EU hergestellten Militärgütern zu beliefern. Wir müssen Putins Kriegsmaschinerie weiter stören, schreibt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Für Brando Benifei, sozialdemokratischer Abgeordneter im Europäischen Parlament, ist die politische Botschaft der Schlüssel. From an economic point of view, we know that this is important to focus also on the connections that Russia has with companies around the world, and we also have targeted Chinese companies for that. But that's in my view a secondary aspect compared to the political message that especially in this moment when Navalny was killed under the conditions we know, we give a clear message that we are not stepping back. Diese neue Runde von Maßnahmen soll vor dem 24. Februar, dem Tag, an dem sich der Beginn des Krieges in der Ukraine zum zweiten Mal jährt, formell verabschiedet werden. Die Auswirkungen der Sanktionen auf die russische Wirtschaft in diesen 2 Jahren sind jedoch recht umstritten. 2023 verzeichnet Russland ein Wirtschaftswachstum von 3,5%, mehr als fast alle anderen europäischen Länder. Und es wird erwartet, dass es laut IWF im Jahr 2024 bei 2,6% bleibt. Dennoch, so Benifei, seien die Sanktionen wichtig. If we take more initiative on our own and we are more united as a European Union, speaking with our voice as a European Union with the rest of the world, that we can isolate more Russia. And this message needs to be given to the elites of that country so that they can also push those that are in the room of the buttons in Kremlin to change direction and change the situation. Im Zuge der neuen Sanktionen wurden fast 200 Personen und Organisationen auf die schwarze Liste gesetzt. Die enthält nun über 2000 Namen. Der Krieg in der Ukraine geht in sein 3. Jahr. Seit Beginn der russischen Offensive wurden dem Land Hilfen versprochen. Doch was kam an in Kiew und wie viele Menschenleben hat dieser Krieg bisher gefordert? 17-18% of Ukraine is currently occupied by Russia. Now around 7% of that was already occupied prior to 2022. It's important to recall that this war actually began in 2014 with the occupation of Crimea and the Russian intervention in East Ukraine in the Donbass region. Am 24. Februar 2022 befahl Wladimir Putin dann eine groß angelegte Invasion der Ukraine. Die Gegenoffensive Kiews folgte ein Jahr danach im Juni. The offensive fell short of the goals that were set at the beginning of the offensive. So the aim, of course, was that there would be a number of substantial breakthroughs, that the significant amount of territory would be taken from the Russians. And that really didn't happen despite quite a considerable effort by the Ukrainians and also some support from its allies. Februar 2024 hat die EU der Ukraine ein neues Hilfspaket in Höhe von 50 Milliarden Euro versprochen. In den USA hingegen ringen die Demokraten weiterhin um die Freigabe der versprochenen 60 Milliarden Dollar. Somit ist die EU wichtigster Geldgeber der Ukraine. Die Mittel kamen in mehreren Tranchen. EU member states and institutions have, as of January 15th, pledged 144 billion in total commitments. However, we only find that about 77 billion of these have actually been allocated to specific packages. Auf ukrainischer als auch auf russischer Seite hat es zahlreiche Tote gegeben, Zivilisten und Soldaten. Wie viele genau, das bleibt ein gut gehütetes Geheimnis. Die New York Times schrieb, im August 2023 bis zu 190.000 ukrainische Soldaten seien seit dem Beginn der russischen Invasion getötet oder verletzt worden. Auf russischer Seite seien es im selben Zeitraum bis zu 300.000 Soldaten gewesen.
At the moment, the number of refugees globally from Ukraine is 6.4 million. And the vast majority of those are in Europe. And I think it's also important to mention that inside Ukraine, there's also 3.7 million people who remain internally displaced. So in total, there's more than 10 million people who've been forced to flee their homes. Die meisten der aus dem Land Geflohenen lebten Ende 2023 in Deutschland, Polen und Tschechien. Die Vereinten Nationen haben ihre Hilfslieferungen in den nördlichen Gazastreifen unterbrochen. Wie ein Sprecher des Welternährungsprogramms mitteilte, könne die Sicherheit für Lieferanten und Empfänger nicht gewährleistet werden. Zuvor hatte es Schüsse und Plünderungen gegeben. Die Teams sprachen von einem beispiellosen Ausmaß an Verzweiflung. Erst am Sonntag waren die Lieferungen nach einer dreiwöchigen Unterbrechung wieder aufgenommen worden. Die Entscheidung kommt zu einem Zeitpunkt einer UN-Studie, wonach eines von 6 Kindern im Gazastreifen akut unterernährt ist. Every time a family is displaced, they become more and more desperate, they lose some more resilience. And that's really a consideration when we are so worried about the threat of famine across the strip. We know we can't reach everybody right now. It's impossible to get into the north. Die Weltgesundheitsorganisation hat unterdessen mehr als 30 Patienten, darunter 2 Kinder, aus dem Nasser-Krankenhaus im südlichen Gazastreifen verlegt, trotz der zunehmenden Gewalt rund um die Klinik. Zuvor gab es Berichte, wonach die Versorgung von Patienten infolge israelischer Angriffe nicht mehr gewährleistet sei. You can think about the worst situation ever. You multiply by 10 and this is the worst situation I have seen in my life. It's the debris, the light, working in the darkness, patients everywhere. Derweil ist eine humanitäre Feuerpause im Gazastreifen weiter nicht in Sicht. Im UN-Sicherheitsrat legten die USA ein Veto gegen eine entsprechende Resolution ein. Washington stellt stattdessen Bedingungen, nach denen alle Geiseln freigelassen werden und Hilfslieferungen nach Gaza fließen können. Traktoren haben das Zentrum von Madrid übernommen. Spanische Landwirte protestierten bereits die dritte Woche in Folge gegen die EU-Politik aus Brüssel und gegen die hohen Produktionskosten, die ihnen nach eigenen Angaben zu schaffen machen. Von einem Vorort aus hatten sich rund 500 Traktoren auf den Weg nach Madrid gemacht, den Verkehr in der spanischen Hauptstadt zu stören. Viele Hauptstraßen wurden gesperrt. Auf der A42 zwischen Toledo und Madrid errichteten Landwirte Barrikaden. Zuvor hatte die Guardia Civil den landwirtschaftlichen Fahrzeugen die Abfahrt in Richtung Hauptstadt verweigern wollen. Nur 120 Traktoren durften schließlich ihren Weg fortsetzen, weitere 200 mussten bleiben. Die Landwirte beklagen nicht nur die hohen Produktionskosten, sondern auch die Umweltvorgaben aus Brüssel. Außerdem den hohen bürokratischen Aufwand, den das Geschäft mit sich bringt. Sie wollen, dass die EU sie vor billigen Importen aus Nicht-EU-Ländern schützt. Die politische Debatte über Gewalt gegen Frauen ist noch lange nicht vorbei. In Vorbereitung des nächsten W20-Gipfels fand ein Meinungsaustausch in Italien statt. W20, Women 20, ist ein Dialogprozess mit dem Ziel, Geschlechtergerechtigkeit ins Zentrum der G20 zu stellen. Beklagt wurde, dass im ersten EU-Gesetz zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen eine Definition von Vergewaltigung fehle. Women 20 chiama a rigettare la direttiva europea che andrà in votazione in Parlamento ad aprile. La vogliamo che si rigetti perché è stato stralciato l'articolo sullo stupro e sulle molestie sessuali sul lavoro. E questo è uno svuotamento della Convenzione di Istanbul. Jüngste Umfragen zeigen, dass geschlechtsspezifische Gewalt in vielen Ländern Europas ein Problem ist, auch in Italien. A questo punto bisogna essere conseguenti.
Se si vota correttamente sull'Europa, si deve modificare anche la legge in Italia. Ma noi gli appelli ne facciamo due. Quindi vogliamo vincere sia in Europa che in Italia. Die Ermordung einer Frau aufgrund ihres Geschlechts, auch als Femizid bekannt, ist im italienischen Recht nicht als eigenständiges Verbrechen anerkannt. Io penso ci sia una nuova attenzione che non è dovuta solo proprio ai fatti recenti di cronaca, ma sia proprio una nuova consapevolezza. Mi permetta di dire non solo femminile, anche finalmente maschile. The Italian delegation that met on Tuesday at the Italian Parliament will participate in the W20 summit in Brazil. The aim is to bring Italian expertise and experience to address women's issues. The Brazilian presidency of the W20 vows to tackle gender-based violence, making it a key focus of the summit. Giorgia Orlandi for Euronews in Rome. Ein katholischer Priester aus der spanischen Provinz Badajoz und ein weiterer Mann sind verhaftet worden. Sie stehen unter Verdacht, illegal mit Viagra und anderen potenzsteigernden Mitteln gehandelt zu haben. Die Polizisten der Guardia Civil hatten bei den Männern eine große Menge der stimulierenden Substanzen gefunden. Der Priester war bereits über Monate von der Polizei überwacht worden. Der FC Bayern München trennt sich zum Saisonende von seinem Trainer Thomas Tuchel. Das gab der Verein bekannt. Damit reagiert der Rekordmeister auf die zuletzt ausbleibenden Erfolge. In der Bundesliga beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter Bayer Leverkusen bereits 8 Punkte. In der Champions League droht im Achtelfinale gegen Lazio Rom das frühe Aus. Tuchel hatte den Trainerposten bei den Bayern im März des vergangenen Jahres übernommen. Wer der Nachfolger zur kommenden Saison wird, steht noch nicht fest.